Ja, ihr Lieben, hier ist wieder Claire und heute schauen wir uns das Crawley-Deck an. Oder Crawley-Harris, wie man in diesem Fall sagen müsste. Das ist genau dasselbe wie Smith-Waite. Ja, ich habe auch ein Weilchen überlegt, ob ich die Karten vorstelle, aber sie sind ein Klassiker. Natürlich geht Crawley ein gewisser Ruf voraus. Da ist aber auch vieles überzogen und ja, einfach so dieser Nimbus, den er erstaunlicherweise seit über 100 Jahren hat. Das muss man auch erstmal schaffen, ja. Anders gesagt, er hat teilweise einfach nur Sachen gemacht, die jeder durchschnittliche Rockstar der 70er gemacht hat. Er hat sie halt vor den 70ern gemacht, nämlich mehr so in den 20ern und auch davor. Und damit macht man sich natürlich nicht unbedingt Freunde und er war auch niemand, wo ich jetzt sagen würde, das ist jemand, mit dem man unbedingt eine Tasse Kaffee trinken gehen muss. Also, ich kann das sehr gut verstehen, aber die Karten sind klasse, sie sind symbolisch unglaublich stark, da ist vieles zusammengeflossen, was viele auch nicht wissen. Crowley hat zum Beispiel auch, war viel in Indien, hat über Yoga wohl Sachen geschrieben, die man bis heute lesen kann. Bergsteigen im Himalaya, sowas alles. Also da ist ein großes, weites Bild, das war sicherlich eine facettenreiche, völlig umstrittene, doch zu Recht völlig umstrittene Person, ist jetzt bei mir auf der Sympathieliste auch nicht ganz weit oben. Aber wir machen schon wieder einen Fehler. Wie gerade angesprochen, macht man sehr oft. Es ist das Crawley-Harris-Deck. Wir vergessen, ich will mal ein Buch ran. Wir vergessen Lady Harris. Das ist Lady Harris. Und die hat die Karten gemalt. Und die hat sich mit ihm auch sehr, sehr versiert ausgetauscht zu all diesen Dingen. Und hier sind auch einige Briefe im Buch. Das ist von Lon Milo Duquette. Das ist so der große, auch wenn ihr mal was über Kabbala sucht oder ähnliches jetzt im magischen Sinne, im zeremonialmagischen Sinne, ist das wirklich der Name, an den man sich halten muss. Leider sind seine kabbalistischen Bücher noch nicht auf Deutsch erschienen. Das Buch gibt es nur noch gebraucht, Aleister Crowleys Tod-Tarot. Viele Erklärungen auch zur Theorie hinter dem Tarot, eines der besten Tarot-Theoriebücher, egal ob Crowley-Tarot oder welches auch immer man benutzt, das ich kenne, gibt es aktuell auf Deutsch nur gebraucht. Auf Englisch ist es noch zu haben. Und wenn ihr es kriegt, schnappt es euch. Also ist wirklich eines der besten Bücher, was so Theorie und sowas alles betrifft. Ich wollte euch nur mal, weil hier auch Fotos, Briefe, alles Mögliche, wie sie rangegangen sind, wie sie diskutiert haben über die Gestaltung der Karten. Also es war wieder mal das Übliche, es wird erzählt, die Frau hätte nur die Bilder nach den Anweisungen des großen Meisters gemalt. Und in Wirklichkeit wurde lebhaft diskutiert und sich ausgetauscht und die waren auf Augenhöhe. Also das nochmal zu Lady Harris. Wie gesagt, das Buch, wenn es euch interessiert, sehr empfehlenswert. Und dann schauen wir mal rein in das Werk, in die Karten. Ich mische mal. Ja. Und es spaltet sich so ein bisschen bei den Karten. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele sie so empfinden, wie ich sie auch empfinde, dass sie manchmal für praktische Dinge, wenn man so Alltagsfragen hat, gar nicht mal so die Karten sind. Aber wenn man eine energetische Lage einer Situation beleuchten möchte, dann sind die richtig gut. Dann bringen sie es wirklich auf den Punkt. Also es kommt immer darauf an, was man sucht, so welches Kartendeck man verwendet manchmal auch. So, hier muss ich ein bisschen länger mischen. Ich hatte die schon lange nicht mehr in der Hand und dann habe ich immer so das Gefühl, man muss die Karten erstmal wieder aufwärmen. So ein bisschen, dass da wieder Energie reinkommt. Und dann schauen wir mal, was sie zur neuen Woche zu sagen haben. Wieder dreimal abheben. Und dann gucken wir mal rein. So, drei Karten, wir fangen an. Ach na herrlich, die 10 der Schwerter. Ja, es geht auch optimistischer. Also der Hintergrund ist schön, ne? Sagen wir es mal so. Untergang, hier stehen auch immer diese Keywords, die Stichworte drunter. Die 10 der Schwerter zeigt sich sehr oft, dass man sich gedanklich verfranzt hat. Ja, man sieht das ja, die Schwerter sind teilweise gebrochen. Sie gehen so ein bisschen aufeinander los. Sie kämpfen nicht in eine Richtung, sie kämpfen mehr so gegen ein Ziel oder in ein Ziel hinein. Und diese Karte ist ganz klassisch die Karte, wo man loslassen muss, wo man auch, man sieht das hier hinten auch durch diese unruhigen Strukturen, die dahinter sind, die das Ganze nochmal so, hier die Helligkeit geht auf den Punkt, wo es bricht. Und der Punkt, wo es bricht, ist bei dieser Karte wirklich wichtig. Das ist eine Karte, wo man aufgeben sollte. Im besten Sinne.
resignieren in einer positiven Art und Weise, einfach weil alles andere nichts bringt. Also das ist eine Woche, wo man gucken kann, wo habe ich mich verbissen, wo kämpfe ich um Sachen, die sich wirklich nicht mehr lohnen, wo kann ich es mir vielleicht noch nicht eingestehen. Wir gucken mal, was die restlichen Karten noch zeigen. Das färbt es ja auch mit ein. Aber wo laufe ich gegen diese sprichwörtlichen Windmühlenflügel an und es bringt mir nichts. Ja, also es ist eine Karte fürs Loslassen. Sie ist im Wetterau noch viel deprimierender, da liegt einer am Boden und hat die Schwerter alle im Rücken, also so gesehen noch ganz nett umgesetzt. Aber eben, ja, da muss man, da beißt die Maus keinen Faden ab, ne? Da muss man nicht lange drüber reden. Das ist eine Karte, wo man loslassen sollte, wo man sich auch oft gedanklich verfranst hat. Die Schwerter sind unser Kopfdenken. Man ist zu, vielleicht tanzt man auch auf zu vielen Hochzeiten, hat sich zu viel vorgenommen. Die To-Do-Liste ist unübersichtlich, man priorisiert gar nicht mehr so richtig, was ist überhaupt wichtig. Man ist wie in so einer Mühle drin und macht einfach nur noch. Und da ist diese Karte, ja, so eine typische Hausaufgabenkarte im Tarot, sage ich immer. Die sagt, was man tun soll, nicht was kommt, sondern was zu tun ist. Mehr so von der Grundbedeutung her. Und hier ist definitiv die Grundbedeutung loslassen, aufgeben in einem guten Sinne, resignieren in einem guten Sinne. Resignare heißt ja eigentlich nicht mehr unterschreiben, wenn man es jetzt mal wörtlich nimmt. Und das ist sozusagen, ich unterschreibe das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich lasse das los. Ja. Also eine sehr befreiende Karte, allerdings erst, wenn man diese Energie annimmt und damit arbeitet und praktisch das umsetzt, was die Karte einmal als Hausaufgabe gibt. Ja, schauen wir mal auf die zweite Karte, die Königin der Kelche. Das Element Wasser, also hier muss man nicht lange rätseln, was dahinter steckt, welches Element jeweils. Sie ist so ein bisschen verschleiert, man sieht sie ein wenig hier durchschauen, aber das Element Wasser ist natürlich immer ja, sehr intuitiv, sehr mystisch, sehr ja, schwingungsreich auf eine Art, aber nicht unbedingt direkt. Und sie ist, ja, erinnert auch sehr an die Hohepriesterin von der Energie her. Sie ist die Karte der Intuition, des tiefen Sehens, der kleinen Fügungen im Alltag auch. Das ist so, das geht richtig tief bei ihr. Also das ist die Ahnung, die Träume. Manche Leute träumen ja auch Dinge direkt. Bauchgefühl, ganz großes Stichwort. Also es ist eine gute Woche, neben dieser eher handfesten Hausaufgabe, es ist eine gute Woche, um sich in die Dinge einzufühlen, um es auch mal treiben zu lassen. Ja, wir sind ja heutzutage oft so, dass wir die Anforderungen und Herangehensweisen aus dem Berufsleben auch ins Spirituelle übertragen. Das sehe ich also ganz, ganz häufig, dass Leute dieses Zack, Zack, Zack aus dem Job auch im Spirituellen erwarten. Und das ist ein sicherer Weg zur Unzufriedenheit, das sage ich gleich mal so. Manchmal muss man es laufen lassen und sich einfühlen. Also zum Beispiel auch so das Tao, ja, dieses taoistische Denken, das passt hier perfekt dazu. Es fließen lassen, die absichtslose Absicht. Dass man also durchaus etwas möchte, etwas anstrebt. Das geht nicht darum, dass man jetzt so wie so ein Gummibärchen wird sozusagen und keine Struktur mehr hat. Das nicht. Aber man greift nicht so. Man lässt auch von der anderen Seite was auf sich zukommen. Ja, man macht das mehr so in Zusammenarbeit mit der spirituellen Ebene und nicht so dieses, ich will jetzt, ich mache jetzt, ich setze jetzt um. Ja? Da ist diese Karte nochmal eine schöne Erinnerung daran, es diese Woche wirklich fließen zu lassen und natürlich auch, dass die Dinge wirklich auf einen zukommen. Ja? Also sie ist hier, aber das Wasser als intuitives Element nimmt fast genauso viel Raum ein auf der Karte. Es ist also auch was, was auf einen zukommt. Ja, schauen wir mal. Die dritte Karte passt sehr gut zu den beiden ersten. Die zwei der Münzen, der Wechsel. Ja, wir sehen hier auch noch astrologische Korrespondenzen. Hier ist es Jupiter im Steinbock, also das Wachstum in einem. Ja, Steinbock ist immer so konsolidierend, ordnend, strukturierend. Es geht also um beide Energien. Ja, es geht um geordnetes Wachstum, könnte man sagen. Die Schlange, diese Ewigkeitsschlange auch, die sich in den eigenen Schwanz beißt, ist auch dieses Symbol dafür, es geht immer weiter. Es ist Bewegung in dieser Woche drin, es ist Dynamik drin. Es gibt hell und dunkel, das ist auch wichtig. Und dunkel ist nicht automatisch negativ. Also ich sehe das auch oft so in der heutigen spirituellen Szene. Auch im schamanischen Bereich, also zumindest im westlichen schamanischen Bereich, sagen wir es mal so, geht es oft um Licht, 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 Licht. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Da müssen wir gar nicht drüber lange um heißen Brei rundherum reden. Aber Dunkelheit ist auch wichtig. Dunkelheit ist nicht gleich negativ. Ja, ich bringe da immer gerne die Beispiele aus der Natur. Ein Samenkorn, wenn es jetzt nicht gerade ein Lichtkeimer ist, da
das nicht in der Erde liegt, ist nicht geschützt, das kann gefressen werden, das keimt nicht unbedingt in Ruhe. Ja, ein Baby in der Schwangerschaft ist erstmal im dunklen, warmen, weichen Bauch. Alle Dinge, die entstehen, oder zumindest sehr viele Dinge, die entstehen, bevorzugen dafür eine gewisse Dunkelheit tatsächlich, einen gewissen Schutz auch dadurch. Ja, es ist nicht immer positiv oder negativ. Also kreischend helles Licht kann auch negativ sein. Ja, wer schon mal bei 40 Grad draußen keinen Schatten gefunden hat, der weiß, was ich meine. Es ist also immer, was gebraucht wird für eine Situation, das entscheidend ist. Und es gibt tatsächlich Situationen, die in einem positiven Sinne mehr Dunkelheit, mehr Yin sozusagen, mehr von dieser subtilen, nicht so kreischigen Energie brauchen. Ja? Das nochmal dazu. Aber die Karte lädt dazu ein, darüber zu philosophieren so ein bisschen. Wir sehen also Wechsel, Wandel, Bewegung, Dynamik. Ja, wir kennen diese liegende Acht vom Jonglieren auf dem Waite-Tarot, Smith Waite-Tarot. Und ja, hier also auch aufgegriffen die Bewegung zwischen hell und dunkel auf eine harmonische Art und Weise. Es ist also eine gute Woche, ins Gleichgewicht zu kommen. Das erinnert ja hier auch direkt an Yin und Yang. Hier haben wir es ja direkt mit dem Bild. Und so modern, wenn man sich mal überlegt, wann die Karten gemalt wurden, ja, da steckt wirklich viel drin. Und hier ist es halt dieser Ausgleich zwischen hell und dunkel, zwischen Machen und Ruhen, zwischen, ja, auch hier, was wir hatten, das ankommen lassen können, was man können muss erstmal, gerade wenn man in so einer getriebenen Gesellschaft lebt wie wir heute. Das ist eine Gabe, die man manchmal erst wieder erlernen muss und es ist Yin und gehört damit letztendlich auch zum dunklen Pol. Dunkel jetzt eben nicht im Sinne von negativ, sondern wirklich einfach nur mal hingeschaut, was für Energien, ja. Und hier haben wir zum Beispiel, das wäre so ein typisches, zu viel Yang, zu viel Energie, zu viel Power, zu viel Gedanken, alles schießt durcheinander. Die Schwerter gehören ja auch zu den männlichen Elementen, also Element Luft wird traditionell als männlich gedeutet und ist damit im Yang-Bereich mit drin, ja. Und bei der 10 halt viel zu viel, das Ende der Fahnenstange. Ja, also wenn wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, ist diese Woche definitiv eine gute Woche zum Loslassen, auch zum Priorisieren, dass man erstmal guckt, wie wichtig ist das überhaupt. Übernehme ich mich, tanze ich auf zu vielen Hochzeiten, was ist da los? Mal so ein bisschen abspecken die ganze Liste, ja, an die man jeden Tag zu tun hat und hingucken, was ist wirklich wichtig und wo kann ich im besten Sinne resignieren, also ist ja zurückgängig machen und Signare unterschreiben. Also was unterschreibe ich nicht mehr in meinem Leben? Wo lasse ich los? Dann das Ankommen lassen können oder wieder lernen, das Intuitive, das Sanfte, das Weibliche, das Yin. Also weiblich jetzt nicht im Sinne, dass Männer das nicht können, um Himmels Willen. Ich weiß, hier gucken auch viele Männer zu. Nein, jeder Mann hat auch seine innere weibliche Seite. Es geht um dieses Ankommen lassen können. Ja, das Leben auf sich zukommen lassen, natürlich die Intuition, aber eben nicht im Sinne von, ich drücke auf die Tube, ich übertrage die Denkweise vom Arbeitsleben aufs Spirituelle und will auch dort zack, zack, zack machen, Ergebnisse, was vorweisen können. Ja, also diese ganzen Sachen, die vielen Leuten wirklich in die Quere kommen, weil man natürlich nicht gewohnt ist, diese Ebene anders zu bearbeiten als das restliche Leben so ein bisschen. Ja. Also da wirklich hinschauen, ankommen lassen, in sich gehen. Wir haben einen schönen Neumond anfangs der Woche. Also das passt perfekt dazu, so wirklich mal ein bisschen loszulassen, eine Auszeit zu machen im besten Sinne. Ja, und hier haben wir noch Wechsel und Wandel. Du kommst wieder in Balance, Yin und Yang finden wieder zueinander. Es ist auch Bewegung drin, es ist keine überschwängliche Bewegung, es gibt sehr viel dynamischere Karten. Es ist eine sanfte Bewegung und sie gleicht wieder aus, das Helle und das Dunkle, wobei beides neutral zu sehen ist. Manchmal brauchen wir tatsächlich mehr samtige, sanfte Dunkelheit, die uns ankommen lässt in unserem Leben. Ja, manchmal ist das Licht das, was alles ausbrennt, Burnout, ja, zu viel Licht, zu viel gemacht, zu viel Yang. Das ist, letztendlich hat jede Kultur ihre eigene Sprache dafür gefunden und das findet man dieser Karte also auch wieder. Es geht ums Gleichgewicht und das Stichwort ist Wechsel, also man verwandelt die Situation, sie stagniert nicht, sondern man findet sanft und behutsam wieder in seine Mitte. Ja, das die Karten für diese Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.